Hey, McConaughey here. I'm real proud of the work we did on this film, and I'm excited to show you some behind-the-scenes footage of the Dallas Buyers Club. Hope you enjoy it. Mr. Woodruff, Ihre Tests waren positiv auf HIV. Dieser Mann erfährt, dass er HIV-positiv ist. Als Heterosexueller glaubte er immer davor, gefeit zu sein. Wir schätzen, dass Ihnen nur noch 30 Tage bleiben. Ich verrate euch eine Neuigkeit. Da draußen ist nichts, das einen Ron Woodruff in 30 Tagen töten kann. Besorgen Sie mir AZT. Evernex Industries hat mitgeteilt, Sie hätten jetzt die Erlaubnis, es zu testen. Ich möchte was davon kaufen. So funktioniert das aber nicht. Wo wollen Sie denn hin? Aber ich verspreche euch, ich gehe euch auf den Sack, bis ich 6 Fuß unter der Erde liege. Von nun an hat er nur noch ein einziges Ziel. Ich setze alles daran, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Das ist ein Protein, absolut ungiftig. Und das kann man in den USA nicht kaufen? Nicht zugelassen. Damit ließe sich doch ein Vermögen verdienen. Ron Woodruff ist in gewisser Weise ein Anti-Held. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Sir. Pater, Ihren Pass bitte. Nichts davon ist in den Staaten bisher zugelassen worden. Darauf scheiße ich doch, kapieren Sie? Ich bin so gut wie tot. Er wird zum Kreuzritter, ohne es zu wissen. Ich hab dich gesucht, weißt du, Lone Star? Hör zu, Tinkerbell, entweder kriege ich mehr Geld oder neue Kunden, sonst hab ich zu tun. Hast du genug für 20 von uns? Besorg noch 20. 5%. 25. Friss oder stirb. Willkommen im Dallas Buyers Club. Dieser Typ hat etwas Anarchisches an sich. Das wollten wir einfangen, mit einer großen Portion Humor. Sie spielen Arzt. Die Leute behandeln sich selbst. Ich verkaufe keine Medikamente, sondern Mitgliedschaften. Keiner hätte Ron so spielen können. Das ist wunderschön. Das ist für Sie. Seine Familie gab mir sein Tagebuch zu lesen. So erfuhr ich, wie er die Welt und seine Mitmenschen behandelte. Und ich begann zu verstehen, wie er sich selbst sah. Sie haben gesagt, ich wäre in 30 Tagen tot. Nun ist schon ein ganzes Jahr vergangen. Und sehen Sie, ich stehe noch hier. Matthew gab immer alles. Ich sah ihn stets als Ron Woodruff. Denn so lernten wir uns kennen, durch unsere Figuren. Was hast du? Full House. 3 Dreien, 2 Buben. Bei dir hätte ich Darm vermutet. Es entsteht diese faszinierende Beziehung zwischen Ron und dem transsexuellen Rayon. Hey TJ, das ist Rayon. Beschissener Schwuchtel. Es steckt so viel Drama im Film. Rayon ist wie ein Lichtstrahl in der Finsternis. Dein kleines Lächeln würde viel bringen. Ich traf einige Transsexuelle. Sie sprachen sehr offen über die schwierigen Zeiten in ihrem Leben. Ich schätze es sehr, wie ernst er seinen Job genommen hat. Denn mit dieser Rolle hätte jeder leicht scheitern können. Jared war zu 100% Rayon. Hätte man ihn angerufen, wäre Rayon rangegangen. Gefällt Ihnen dieses Kleid? Der Ausschnitt ist ja doch recht tief, meinen Sie nicht? Dieses Filmprojekt war wundervoll, denn alle Beteiligten wollten hier etwas ganz Besonderes schaffen. Was ist hier los? Der Gerichtsbeschluss gestattet die Beschlagnahme aller nicht von der FDA zugelassenen Medikamente. Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Checken Sie Amsterdam, China und Israel. Schön mit Ihnen Geschäfte zu machen. Mr. Woodruff, verraten Sie uns, was dieser Auftritt soll? Dauernd sterben Leute. Ich habe nur ein Leben. Es soll was bedeuten. Dallas Buyers Club. Ab 6. Februar nur im Kino.